Ach, ja, ist natürlich Isaac eine Option für ganz vorne. Wir haben vielleicht auch einen unserer schnellen Außenspieler, den man natürlich auch davon hinstellen kann, in Kombination mit Marco Reus. Wir haben schon genug Möglichkeiten, haben wir schon. Bei Schürrle sieht es jetzt auch nicht so gut aus. Der hat ein bisschen Probleme. Werden wir schauen, ob der bis Ende der Woche soweit fit ist. Der wäre natürlich auch eine Option gewesen. Also wir haben noch genug Jungs, die in dem Bereich vorne auch spielen können. Das ist unangenehm gewesen, muss ich sagen, weil wir halt eine große Möglichkeit gehabt haben. Es ist nicht nur Derby gewesen, sondern eine Möglichkeit auch in Schalke vorbeizugehen, auch eine Möglichkeit dann einen großen Schritt Richtung Zielsetzung Champions League Plätze zu machen. Das ist uns nicht gelungen und das ist natürlich enttäuschend, klar. Und dementsprechend war auch ja, der Schlaf mal nicht ganz so, wie man normalerweise hat. Und ja, jetzt geht es halt um Wunden lecken und jetzt geht es darum, vorbereiten auf Leverkusen. Wir haben es immer wieder mal geschafft, nach ja, unerfreulichen Spielen wieder eine positive Reaktion zu zeigen und die wird halt notwendig sein, weil wir brauchen die paar Punkte noch und gehe davon aus, dass wir die machen, aber wir müssen natürlich gute Reaktion zeigen gegen Leverkusen. Das weiß ich nicht. Es kommt auf jeden Fall eine gefährliche Mannschaft. Sehr viel Speed und sehr viel technisches Vermögen im Offensivbereich. Aber trotzdem natürlich auch eine Mannschaft, wo wir natürlich bestehen können. Aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt spürbar einfacher wäre, wenn man sagt, es ist ein Gegner, den vielleicht viele am Schirm haben, dass man den sowieso besiegen wird. Vielleicht ist genau das jetzt wirklich auch das Richtige, dann wieder jemanden zu haben, der in direkter Konkurrenz mit uns um die Champions League Plätze steht. Nein, nochmal. Also man kann ja vieles aus Zeilen interpretieren und man braucht ja auch nicht nachfragen, ist ja alles okay. Die Geschichte war ganz einfach so, dass ich Vertrag bis 30 sehen und dass das gut ist. Heißt ja nicht zwingend, dass das dann nicht weitergehen könnte. Aber es ist zu dem Zeitpunkt na, keine andere Thematik, die Sinn macht, sondern wir haben diese Spiele, die wir angehen, alle gemeinschaftlich. Auf das haben wir uns ja vor allem auch nach dem Bayern-Spiel verständigt. Da geht es um Champions League-Plätze, da geht es um den Fokus, den man haben muss. Da geht es nicht meiner Meinung nach um einzelne Personen. Und das ist das, was ich damit heute halt ausdrücken wollte. Der Verein hat die Zeit, in der Zeit zu reagieren. Ich mache gar keinen Druck, ich mache gar keinen Stress. Es ist alles gut, so wie es ist. Das war die Aussage, die ich zumindest damit machen wollte. Aber es ist ja natürlich ein Thema, wo man dann vielleicht drauf springt, das spannend ist. Aber ich meine nur, die Thematik ist wirklich momentan überhaupt nicht entscheidend, ist auch überbewertet und ist ja auch seit Monaten ein Thema in irgendeiner Form. Und das, was man damit sagen wollte, ist, die 4 Spiele durchziehen, Champions League kommen und dann ist alles gut, wie auch immer es dann weitergeht. Ich weiß nicht, gelitten. Wir haben eine große Chance liegen lassen. Das ist ja klar. Wir haben vorher 5 Spiele gehabt, um eine gewisse Punkteanzahl machen zu müssen. Die haben wir liegen lassen. Die hat Schalke genutzt und deswegen werden die das relativ sicher jetzt einmal schaffen. Und das hätten wir auch in unseren Beinen gehabt und das haben wir nicht geschafft. Und jetzt sind es nur 4 Spiele. Wir haben immer noch eine gute Ausgangssituation, eine bessere, als wir sie vor Wochen zum Beispiel gehabt haben. Und wir haben Spiele, die machbar sind für uns. Wir haben es in unserer eigenen Hand und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir es hinkriegen. Wir haben jetzt nicht diese Stabilität an den Tag gelegt, aber wir waren auch nicht so instabil, dass man jetzt sagen könnte, wir werden da jetzt ja nichts mehr mitnehmen. Und deswegen bin ich schon sehr zuversichtlich bei allem, was die ganze Saison begleitet und möglicherweise, was wir auch gesagt haben, bis zum Ende begleitet. Wir hätten es jetzt früher einen großen Schritt machen, den haben wir nicht geschafft. Vielleicht geht es jetzt wirklich bis zum Ende, das kann sein. Ja. Das ist mein Eindruck. Mein Eindruck ist der, dass so diese letzten Wochen alle diesen Fokus haben, das machen zu wollen. Und dann muss sich gefühlt jeder so in einer Situation stellen, wo er eben bewertet wird. Und ich glaube aber jetzt habe ich schon das Gefühl, wollen alle diese Zielsetzung haben. Und auch dieses Ziel erreichen. Also da geht es, meine ich ja jetzt, ich glaube in den letzten Wochen, oder vielleicht ist es hier auch immer so, und ich habe es nicht so genau verfolgt, geht es sehr, sehr viel um einzelne Personen. Ich glaube, ganz wichtig ist, und das möchte ich auch dann nochmal sagen, es geht ganz einfach um die Tabellensituation des BVB und da müssen wir alles reinlegen. Ist vielleicht komisch, weil ich ja das eine oder andere Mal gesagt habe,
auch schon in Spielen hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir uns da nicht gestellt hätten. Ich glaube, dass entscheidende Zweikämpfe die Schalker dann besser ausgenutzt haben, um zu ihren Toren zu kommen und im Defensivbereich das vielleicht dann konsequenter gelöst haben. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir uns hängen lassen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir nicht bis zum Schluss, vielleicht nicht mit unserem besten Spiel, aber nicht alles unternommen hätten, dass wir das vielleicht irgendwie noch drehen könnten. Also in dem Spiel hätte ich das eher in meiner Einschätzung so nicht gehabt, dass die Schalker von Start weg eine andere Mannschaft sind, die über andere Tugenden zum Teil kommt. Das ist jetzt auch nicht überraschend, aber ich finde, dass wir für unsere Jungs, habe ich ein Spiel gesehen, das nicht optimal war, aber in dem Bereich der Mentalität, finde ich, war das in Ordnung.